Platz 4 geht an den besten Film aller Zeiten. Ja, der tschechische Shop Film Arena hat vergangenes Jahr doch tatsächlich eine Full-Slip-Edition mit Steelbook zu dem großartigen Phantomkommando mit Arnold Schwarzenegger veröffentlicht. Und das muss einfach auf die Liste. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Arnold Schwarzenegger mein persönlicher Lieblingsschauspieler ist und dass Phantomkommando für mich nicht nur als sein bester Film zählt, sondern als der beste Film aller Zeiten. Ernsthaft. Ihr könnt euch in etwa vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe, als 20th Century Fox angekündigt hat, dass der Director's Cut von Phantomkommando jetzt endlich auch auf Blu-ray erscheint. Wie sehr ich mich dann gefreut habe, als bekannt wurde, dass dieser Director's Cut noch dazu auch in einem Steelbook erscheint und als dann Film Arena hergegangen ist und angekündigt hat, dass dieses Steelbook mit dem Director's Cut außer dem noch in einer limitierten Full-Slip-Edition erscheint. Ja, als diese Veröffentlichung angekündigt wurde, war mir schon klar, das ist meine VÖ des Jahres. Dafür hat es dann insgesamt nicht gereicht, weil dafür kam im vergangenen Jahr einfach zu viel noch cooleres Zeug auf den Markt, aber mit Platz 4 hat es Film Arena mit Phantomkommando trotzdem hoch geschafft. Wir bekommen den Filmtitel übrigens nur hier auf dem Spine, dafür allerdings mit partiellem Glanzlack. Auf dem Frontcover des Full Slip sehen wir ein geniales Bild von Arnold Schwarzenegger, wobei nur er von diesem Hochglanzfinish verziert wird, der ganze Hintergrund ist matt. Das ergibt, finde ich, einen wirklich hervorragenden Kontrast. Auch auf dem Backcover wurde dasselbe gemacht, nur dass hier sowohl Arnie als auch die Flammen der Explosion im Hintergrund von dem Full Gloss erfasst werden. Auch hier sieht das Ganze wirklich cool aus. Wir bekommen da ein durchgehendes Design über den kompletten Schuber. Außerdem liegt hinten dann mit dem Design des Backcovers noch die individuelle quasi Visakarte mit der Limitierungsnummer, in meinem Fall eben die Nummer 1132. Dann gibt's in dem Schuber einerseits natürlich das Steelbook, dazu gleich mehr, und andererseits ein umfangreiches Set, das in meinem Fall allerdings verschlossen bleibt, wo beispielsweise ein Kartenset drinnen ist, beziehungsweise andere Motive und das Ganze eigentlich nicht zu wenig. Dann gibt es nicht nur ein ganz normales Steelbook zum Film, sondern ein Lenticular Steelbook, wobei allerdings bei Film Arena im Gegensatz zu vielen anderen Labels diese Lenticular Karte zwar natürlich auch magnetisch ist, aber das komplette Steelbook Frontcover perfekt ausnützt. Das Steelbook an sich ist dasselbe, das beispielsweise auch in Deutschland veröffentlicht wurde, das in meinen Augen eines der schwächsten ist, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde und was auch dafür verantwortlich ist, dass es der Full Slip von Phantomkommando dann nicht letztendlich höher auf meine Liste geschafft hat. Ja, es ist ein Steelbook, das einerseits im totalen Hochglanzlook ist. Es ist ein Steelbook, das eigentlich relativ schwache Farben bietet. Und es ist vor allem ein Steelbook, das fällt euch jetzt gleich sicher auf, das ganz komisch die Farben verändert, wenn man es bewegt. Das fällt mir immer wieder bei einigen Steelbooks auf, egal ob diese jetzt matt oder Hochglanz sind, das ist für mich immer ein Indikator von einem ziemlich billigen Druck. Auch wenn das Steelbook an einigen Stellen relativ nett aussieht, ist es dann doch vom Steelbook her meines Erachtens nach wirklich alles andere als ein Highlight. Im Inneren dafür
eher schwach, dass wir sowohl im Innendesign als auch auf der Disk hier rechts quasi dann zweimal nebeneinander dasselbe sehen. Aber das Innenartwork an sich gefällt mir dafür wirklich gut, ist natürlich entnommen aus der coolsten und bekanntesten Szene des Films, dem großartigen Finale, wie natürlich auch das Artwork auf dem Fullsleep, aber das ikonische Bild mit Arnie und dem Raketenwerfer ist einfach fantastisch. Für mich ist Phantom Commando nach wie vor ein absolut hervorragender Actionfilm, mein persönlicher All-Time-Favorite. Und deswegen, alleine schon deswegen, lasst mir die Freude und gebt mir die Film Arena Edition als eine der besten Veröffentlichungen des vergangenen Jahres.